tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ich sitz knapp vorm PC und verlier langsam Freude. Zwischen gefällt mir, kommentieren und markier hier deine Freunde. Seh ich traurige Posts von traurigen Kindern. Nutzlos, ich tauf dich jetzt blind am See. Kinder nehm ich verlinkt am zwischen Posts wie Scheißtag. Stress mit Schatz und das Leben ist nicht einfach. Alles für euch Elfjährigen ist so traurig und aussichtslos. Kommt zu bewünschen, aber ey, meinen Respekt an deine Schauspielkunst. Was soll eurer Meinung nach denn nun da passieren? Dass ihr euren Gläser nehmen und dann popularisieren. Lasst doch lieber Platz für die Leute, die Passagen imitieren. Über Erdgas diskutieren oder Erdplattenverschiebung, die Wertsachen verlieren oder über Merkel debattieren und ihre Werbung hier platzieren. Zum Beispiel Hip-Hop mit Shell und mich wird es derb interessieren. Aber jetzt mal ernst bleiben hier. Warum werdet ihr den nicht von den Eltern kritisiert? Nehmt euch doch was anderes, schnappt euch ein Buch und lest. Ich schreib ja auch nicht immer online, wann ich duschen geh. Und sag ihr, dass ihr mir den Appetit verderbt. Das bin nicht mehr Prophylaxe, damit ich nicht fetter werd. Danke an die Menschen, die alles daran setzen. Da muss ich mir nicht mehr jeden Tag den Finger in den Hals stecken. Danke, dass ihr mir den Appetit verderbt. Das bin nicht mehr Prophylaxe, damit ich nicht fetter werd. Danke an die Menschen, die alles daran setzen. Da muss ich mir nicht mehr jeden Tag den Finger in den Hals stecken. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ich sitz knapp vorm PC und verlier langsam Freude. Zwischen gefällt mir, kommentieren und markier hier deine Freunde. Seh ich dämliche Posts von dämlichen Kindern. Ihr helft keinem, ich nehm dich jetzt Ingwer. Ihr mit euren sämtlichen Ikonen seid nur dämliche Idioten. Nur findet nur Freunde, weil dieser auf ähnlichem Niveau. Und guck dir, geht in die Schule, was ne dämliche Scheiße. Warst du beim Friseur? Nein, das ist mein Sommerfell. Weißt du, verbringen die Woche in die Kneipe mit Wurstteller und Bier. Mann, ich bin 10 Jahre jünger und intelligenter als ihr. Tut mir leid, ich spreche nicht bisschen in Rage in diese Party, mein Sohn. Du brauchst keine Bewerbungen, es gibt doch Hartz IV. Danke, dass ihr mir den Appetit verderbt. Das bin nicht nur Prophylaxe, damit ich nicht fetter werd. Danke an die Menschen, die alles daran setzen. Da muss ich mir nicht mehr jeden Tag den Finger in den Hals stecken. Danke, dass ihr mir den Appetit verderbt. Das bin nicht nur Prophylaxe, damit ich nicht fetter werd. Danke an die Menschen, die alles daran setzen. Da muss ich mir nicht mehr jeden Tag den Finger in den Hals stecken. Ich sitz knapp vorm PC und verlier langsam Freude.